Recht herzlich willkommen zur 26. Folge von Avorion. So, wir haben noch kein Dingens, nur einfach den großen Schießer da gehabt. Wir müssen also erstmal bauen, erstmal reparieren. Wieder fertig. Und dann müssen wir gucken wegen Waffen. So, Doppelbolter. Wir müssen erstmal was haben, was Wrackteile kann, ne? Das ist ein Geschützturm. Geschützturm. Ja, Geschützturm, klar, aber na, ihr wisst, was ich meine. Abwrackgeschützturm, der ist schon mal gut. 30, 1. 26. Eisenbergbau. 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 Maschinengeschützturm, Maschinengeschützturm, Vierfachpoltergeschützturm, Titanbergbaugeschützturm. Da ist noch ein Abwracker mit 20,9. Auch ein Abwracker 20,6. Aber der war jetzt hier 30, ne? Bergmänner brauchen wir da 2. Aber der hat kein. Eine besondere Sache darunter stehen. Da ist einer Schaden an Stein. Unabhängiges Zielen, Bergbau. Da stehen unabhängige Zielen, aber weniger Schaden. Doppelmaschinengeschützturm. Schaden an Hülle überhitzt. Unabhängige Zielen, aber weniger Schaden. Bergbaugeschützturm, den hier müssen wir wohl oder können wir und den auch. Diese zwei. Schaden 4,8 und die hatten 1, 1. Also ist der. Achso, unabhängiges Zielen 4,8 ist so okay. Das ist ein Boltergeschützturm, okay. Was haben wir hier vorne denn nochmal? Doppelmaschinengeschützturm. Wo kann ich eigentlich sehen, was ich eingebaut habe? Sehe ich das auch irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Das ist schade, ne? Doch da. Und den wegmachen. Und dann kann ich hier gucken, wo das Geschütz ist. Wo habe ich das montiert? Hier an der Seite, ne? Ah, das ist exotisch gewesen. Schaden 9,6. Vierundvierzig Reichweite. Okay. Wenn ich den doppelt klicke und entferne, dann sehe ich das auch in meinem Dingens, ne? Ne, das war jetzt doof. Entfernen. Geht so. So, und wenn ich jetzt da unten reingehe, dann habe ich den da auch drin, ne? Dann sehe ich nämlich, was ich habe. Feuerrate 20,1 Genauigkeit. Okay. Also den nehmen wir schon mal definitiv wieder da rein. Der ist ja super eigentlich, ne? Ach so, dann muss ich den erst zumachen. Na, nochmal. Nein, nicht nochmal. Nochmal da rein. Das auswählen und dahin bauen. Heißt, da sitzt der gerade schlecht sozusagen, weil da die Dingens ist, ne? Gefällt mir nicht so richtig. Eisen nicht, dann nehmen wir da lieber Titan. Eisenpanzerung. Dann würde ich das jetzt mal gerade. Ah, schade, ne? So machen und da die Geschütze draufstellen. Und jetzt kommt schon wieder einer, ne? So. Der sitzt drauf. Dann hat
hätten wir hier einen Abwracker mit 30. Den würde ich gerne auch noch nehmen. Da unten hätte ich wahrscheinlich auch noch machen können, ne? Den machen wir da. Titan oder besser? Ich habe doch hier gerade Titan ausgewählt, oder? Wohl doch nicht, sieht man. Okay, dann auf ein neues. Dahin. Kriege ich den jetzt wieder? Genau, entfernen. Oder habe ich den jetzt auch noch ausgewählt? Ja, tatsächlich. Also kann man, muss man nicht. Und jetzt brauchen wir noch den Bergbau. Irgendwo war ein Bergbauer. Doppel-Eisenbergbau. Unabhängiges Zielen. Und kann ich den auch noch dahin bauen? Nee, dann ist nicht mehr Platz. Okay, das bedeutet, hier sind wir erstmal fertig. Und die Sensoren zeigten was, aber ich glaube, sie sind noch nicht da. So. Ach so, die muss ich noch zuordnen. Das muss ich woanders machen. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht, aber Schiffsmenü. So, das ist der dreifach Maschinengeschützturm. Ich kann sogar vierer doch machen, oder wie? Dreifach Maschinengeschützturm. Maschinengeschützturm. Ist auch die 1. Der Abwracker ist die 3. Warte, jetzt haben wir da oben noch ausgewählt. Der Abwracker ist die 3. Und der ist die 2. Der ist die 3. Hier nochmal anklicken, das ist die 2. Okay, da haben wir dann doch die drinne, oder was? Aber ich habe nur 3 aufgebaut. Ach, da oben sitzt der, kann das sein? Wir werden sehen. Alles gut. Die Signale werden stärker, ja. Jetzt machen wir erstmal die 3 an und gucken zu, dass wir was abbauen noch. Ein bisschen näher hier. Warte mal, drauf gehen. Ja, da ist Titan drin, dann nehmen wir den auch mit. Und wie man sieht, kommen auch noch Teile raus, die doch vielleicht interessant sein können. Was kriegen wir? Eine Kanone. Und da weiß man jetzt schon nicht mehr, was für eine das war, ne? Kann ich da drauf und sehen, was es ist? Ja. Eisenbergbaugeschützturm. Okay. Mal weiter gucken. So. Eine Gruppe fremdartige Schiffe erscheinen. Xotan sind das wahrscheinlich. Okay. Weg ist er. Ausgewählt. Die Schiffe sehe ich zurzeit noch nicht. Doch, unten sind sie. Also ich bleibe jetzt definitiv hier stehen, weil ich hier den Schrottplatz habe, den ich erst abbauen muss, ne? Die sollen zu mir kommen und ich baue sie dann ab, ne? Geht halt momentan gar nicht anders, ne? So, ein bisschen näher hier. So geht, ne?
So, da geht er auch noch. Da unten sind sie, wie nah. Obwohl momentan sieht es so aus, als ob sie nicht unbedingt was von uns wollen. Wir werden sehen. Vor allem am Ende werden die sehen, ob das Sinn nicht war, hierher zu kommen oder nicht. Und weg. Da weg. So, kommen sie zu mir oder nicht? Rechts sind sie. Zurzeit sieht es nicht so aus. Ah, hier rechts ist was Näheres. Na doch, wieder. Geht, ne? Ach, jetzt fällt mir gerade ein, ich hatte euch in der letzten Folge gesagt, dass ich das hier offline machen will, ne? Genau. Ja, okay. Habe ich nicht offline gemacht, damit ihr Bescheid wisst. Höchstgeschwindiger Sicherungskurzschließer, interessant. Ja, aber wir sind sowieso kurz vor den Kämpfen immer und naja. Jetzt hier ein bisschen was platt machen und fertig. Ja, da oben ist ein tolles, sag schon, Frachtteil. Solar Purple. Wo sind die fremdartigen Schiffe denn? Da unten, so wie es aussieht, kommen die nicht näher. Alles gut. Piraten greifen jetzt den Sektor an, okay. Abhauen können und irgendwie müssen wir auch mal abhauen, ne? Hat anders keinen Sinn. Wir fliegen immer an der gleichen Stelle in Anführungsstrichen rum. Aber ich glaube, wir müssen auch nur die großen Teile hier erstmal nehmen, ne? Da zum Beispiel ist sowas rausgekommen jetzt, wie man sieht, ne? Aber weißt du auch nicht, ob das nicht beim letzten Teil auch noch rauskommt, ne? Das ist das Ärgerliche hier. Das ist ein exotisches Bauteil, ne? Das ist bestimmt richtig gut. Das ist eine Waffe. Maschinengeschützturm. Oh. Wer war's? Der. Okay. Also, du möchtest doch wissen hier unten. Da hinten machen da hinten irgendwas, ne? Der ist kaputt. Nächste. Okay. Auch wieder einer kaputt, ne? Wieder zwei Wracks mehr zum Abbauen. Super, oder? So.
gucke nicht irgendwo gerade so ein Teil rum. Ah, da hinten ein blaues, das glaube ich, holen wir uns jetzt mal gerade. Warte mal, machen wir den an, damit wir wissen, wo wir gleich wieder hin müssen. Ich weiß auch nicht, ob die anderen das aufsammeln können, ne? Könnte auch sein, ne? So, kurz mal gucken, was das war. Dreifachmaschinengeschützturm, okay. Ne, eins aus, drei an war. Bisschen Abstand nehmen, glaube ich. Wir sind zu nah dran. Ne? Ne, jetzt ist es so weit weg. Ach so, das Teil ist näher wie das andere. Okay. Und da kommt das nächste Teil raus. Holen uns erstmal das. Was ist es? Eine Zusatzkarte für Geschütztürme, okay. Ja, ich kann dran fliegen, aber es passiert nichts. Keine Ahnung, warum er den nicht abbauen möchte. Also wieder weg. Schießt durch oder was? Ich weiß es nicht, warum es nicht geht. Macht auch nichts. Passiert nichts. Baut nicht ab. Schon zu alt oder was? Nur die Reichweite ist da. Gut, weitermachen. Schön ab. So, weiter geht's. Abbauen, abbauen, abbauen. So. Ich glaube, das war's. Den hier nochmal ans Visier nehmen. Bisschen näher brauchen wir. Da kommt auch noch ein Teil raus. Komm, ja, ich glaube, letztens hatten wir das Exotische, kam relativ spät, ne? Das ist schwierig zu beurteilen, ne? Wieder so ein Teil, was, keine Ahnung, Antriebs-Upgrade ist das, okay. Ja, die fliegen da immer noch rum. Hier irgendwo noch Schrott, da oben ist noch Schrott. Fliegen wir gerade den an. D.
Den kriege ich irgendwie auch nicht, doch jetzt. Der geht nicht kaputt. Da ist noch einer, den nehmen wir dann noch. Da rechts ist dann der graue, den ich eben schon glaube machen wollte und nicht ging. So 70 irgendwie war es, genau, da ist er. Und da kommt schon das erste Teil raus. Haben wir den? Nein, aber nicht. Ein Upgrade von welcher Form? Schild, Booster. Okay, dann hier weiter. Bisschen kaputt machen noch. Ja, hier kommt gleich noch ein Teil raus, bin ich von überzeugt. Das ist ein bisschen größer hier noch. Na, oder? Hier muss noch irgendwas dran sein, gibt's so. Der wäre es jetzt gewesen, ne? Aber schade war nicht. Gut. Bisschen einsammeln. So, der jetzt hier geht da. Ja, jetzt geht da eben, ging er nicht. Keine Ahnung warum. So, die kriegen wir alle. Nichts bei weg, ne? Ein Haufen ist das und mehr auch nicht. Aber warte mal, ne, der war nicht in Automatik, okay. So, wo sind die Piraten? Irgendwo anders. So, da hinten fliegt noch was rum, das nehmen wir nochmal an. In der Regel kommen ja die meisten Teile sofort raus, ne? Da ist eins zum Beispiel, ne? Haben wir auch gleich gekriegt. Ein schöner Geschützturm, was ist es? Ein Bergbauer. Aber manchmal ist ja noch so eine Zusatzkarte zum Beispiel drin, aber hier, das ist jetzt der Rest vom Schützenfest, brauchen wir nicht. Ist jetzt irgendwo noch ein größeres Schiff da. Also da nochmal hin. Den nehmen wir auch noch mit. Na, kommt da nichts raus. Schon da noch ein bisschen. Oder nicht. Jetzt hat er angenommen.
fertig. So, nochmal checken. Achso, wir sind zu hoch, klar. Da ist noch ein ganzes Wrack, das nehmen wir dann noch. Ah, da unten ist noch mehr, glaube ich, ne? Ja. Okay, da lohnt es aber auch noch wieder. Weil noch gebündelte Energie, ne? Bisschen zurück. Ja, das ist. Wenn sie ja wenigstens. Oh, da guck, da kam die Karte raus. Geschützverbesserung oder Erweiterung. Das auch noch ein Wrack? Ja. Wrackteil, weiß ich nicht. Sieht größer aus. Kann aber auch wieder von dem abgeschossenen Teil jetzt gerade sein, ne? Guck, da kommt was Geiles. Xyan war das. Okay, das ist eigentlich eine Farbe und sonst nichts, ne? Tja, das sind alles Wrackteile. Oh, ich glaube, der da unten hat geschossen, oder? Er möchte was wissen. Wenn er wissen will, wie spät es ist, das kann ich dir gerade sagen. Falsche Zeit am falschen Ort, oder wie soll man sagen? Für ihn. Also wir schießen mit dem oberen hier in der Mitte, ne? Sieht man. Und wir können eigentlich immer drauf schießen, oder wie ist das? Dann kommt mal so eine ordentliche Salve, dann ist alles im grünen Bereich, ne? Und jetzt knallt es einmal und dann ist er kaputt. Fertig. Ist noch einer irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Drei an, eins an. Gerade noch ein bisschen abbauen hier. Den dann noch weg. Der sieht noch ein bisschen größer aus. Das ist. Wo ist er jetzt? Da unten. Fliegen wir da hin und bauen ab, ne? Da rechts ist noch ein roter. Weiß nicht, ob der dazugehören möchte. Irgendwo war gerade einer am Schießen, ne? Kann das sein? Da ist ein Teil rausgekommen, aber von rechts oben schießt er. Habe ich jetzt das Teil gekriegt oder nicht? Ne, da ist es noch. Eine Waffe. Was für eine? Und ein Beziehungswerkbau. Wo ist er? Ich sehe den roten Rahmen nicht. Ich glaube, er ist weg. Einmal zurück. Ach doch, da ist er ja. Naja, lass uns gerade hier das erstmal abarbeiten. Ja,
aber irgendwie geht's wieder nicht. Irgendwie will er nicht abbauen. Komm schon, geh mal was kaputt jetzt hier. Das ist buggy. Oh, da ist er. Warte, ich stell um, dann kannst du dann Bescheid kriegen. Brauchst nicht mehr wegfliegen, lohnt nicht mehr. Danke. Wieder drei umstellen. Ja, kriege ich nicht kaputt hier jetzt. Egal. Nehmen wir den da hinten. Ne, das ist ein Asteroid. Da ist das Bug. Ist ja das gewesen. So ein kleinen Scheiß wieder, ne? Das ist kaputt. Das ist so weit weg. Das ist ein Wrack dahinter dem Wrack, ne? Genau. Okay. Gut, kriegen wir auch alles hier noch. Kleinkram. Was mit dem jetzt? Geht nicht. Wo ist der andere jetzt? Zurückfliegen. Der geht, aber der nicht. Weil wir den vielleicht nicht kaputt gemacht haben, könnte auch sein. Was mit dem jetzt? Von der anderen Seite vielleicht? Keine Ahnung. So, jetzt müsste er gehen, rein theoretisch. Praktisch geht er nicht. Fertig. Also B drücken. Reparieren. Fertig. Was haben wir hier? Hülle. Bremsschub ist schlecht. Okay, weil wir hier vorne noch was angebaut haben wahrscheinlich, ne? Dann lass uns nochmal ein paar Schubdüsen bauen. Oder Korrekturdüsen. Was sind das denn für Dinger? Die dann richtige Korrekturdüsen. Warte mal. Da unten ist auch eine Solarzelle. Ja, machen wir sie doch so da dran. Mal gucken, was dabei passiert. Ja, jetzt ist ja auch her, oder? Alles gut, ne? Sollten wir noch mehr machen? Kommt, zack. Das war jetzt Titan, ne? Ja. Erhöhte Rotationsgeschwindigkeit. Cool, oder? Ich würde das gerne, drehen wir jetzt das Ding also mit der rechten Maustaste. Ich würde das gerne jetzt hier oben so drauf packen, aber das mag er irgendwie nicht, ne? Also auf diesen zwei Teilen, ne? Schade.
Kann man das jetzt rüberrücken? Nein. Also hier wird es gehen, aber... Lass uns mal kleiner machen. Dahin und dahin. Fertig. Benötigte Energie ist das. Und vielleicht sollen wir noch ein bisschen einen Energiespeicherraum oder sowas machen, ne? Jetzt haben wir hier Titangenerator, Titanenergiecontainer. Zwei davon noch. Energiecontainer. Da noch einen hin und da noch einen hin. Und unten drunter machen wir auch noch welche. So, der passt natürlich nicht hier gerade. So, jetzt passt er aber. Energiecontainer haben wir auch. Was ist das hier? Solarpanel. Titanlicht. Kann sein, dass er jetzt nach oben leuchtet, aber nicht nach unten. Okay, toll. Sieht ja krass aus, das Licht. Okay, dann machen wir das noch dahin. So und so. Dann wissen auch alle, dass wir hier sind, ne? So, das ist erledigt. Raus da. Und dann gehen wir in die Karte noch gerade rein und entscheiden, dass wir weiter zum Zentrum wollen, was da lang ist. Oh, verschoben. Grüne Punkte waren interessante Punkte, ne? Oder wie war das? Aber wir müssten auch nochmal gerade rausgehen aus der Karte und gucken, was wir für Teile gekriegt haben, weil... Achso, das sind noch Strukturen, die wir dazu gekriegt haben. Hier haben wir noch einen. Ne, das war schon richtig so. So, und irgendwo hinbauen, ne? Okay, es unterstützt nicht noch mehr von den Dingern. Das bedeutet, wo ist denn das andere da oben, ne? Den entfernen, genau. Und das war jetzt der exotische, ne? Ich will's hoffen. Den weg und den dahin. Reichweite 91%, Chance auf Schilddurchbruch. Ja, okay, den lassen wir mal da, ne? Der ist schon ganz gut. Macht er denn noch was von den anderen hier? Dreifacher, doppelte Maschinengeschützturm, Abwrackgeschützturm. Titanbergbau. Okay, wir wollen den Abwracker noch haben in Automatik. Haben wir sowas gekriegt? Wohl nicht. Hier sind noch zwei, aber nicht das Richtige. Vierfach Bolter geschützte im Titanbergbau geschützturm. Titanabwrack, da ist ein, aber der ist nicht Automatik. Der ist Automatik. Geht der? Nö. Es würde, wenn, höchstens noch ein Abwracker gehen. Gucken, ob wir da einen haben. Können ja auch einfacher nehmen, so ist ja nicht. Da ist ein Abwracker, aber nicht Automatik. Kein, da ist ein Automatik, aber Bergbau. Ne, haben wir nicht. So, gut. Und dann würde ich aber sagen, raus da. Und wir wollten in die Karte nochmal. Wir fliegen Richtung Zentrum weiter, denke ich. Koordinaten eingeben. Das ist nur eine Zwischenstation. Sprungturm, Tor, Route berechnen, hat er gemacht. Wir sind weg. Kommen ins nächste. Map. Und einmal wieder grün leuchten. Ist wohl nur der. Koordinaten. Dahin müssen wir.
Wenn es interessant sein soll, ne? Sprungroute berechnet. Wir müssen noch warten. 7 Sekunden. Ja, gut. Dann geht's da weiter auf jeden Fall, ne? Die nächste Aktion machen wir dann da. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.